Nach Flynn-Geständnis TV-Reporter wegen Falschmeldung beurlaubt, Stand 3.12.2017, 12:09 Uhr Seitenanfang. Der US-Sender ABC hat seinen Korrespondenten Brian Ross für 4 Wochen suspendiert. Grund war eine Falschmeldung zur Aussage des Ex-Sicherheitsberaters Flynn in der Affäre um Russland-Kontakte des Trump-Teams. Der US-Präsident Prolog. Wegen einer Falschmeldung zur Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump hat der Fernsehsender ABC News seinen leitenden Investigativkorrespondenten suspendiert. Der Sender entschuldigte sich für den schwerwiegenden Irrtum in einem Bericht über Trumps ehemaligen Top-Berater Michael Flynn. Die Aussage von Ross während einer Live-Sendung sei nicht komplett mithilfe der Redaktionsstandards überprüft worden. Der Korrespondent müsse 4 Wochen lang ohne Gehalt pausieren, teilte ABC mit. ABC News at ABC at ABC News Statement on Michael Flynn Report. https://t.co/t9teflilq https://t.co/uthf-cm 2.12.2017, 23:43 Uhr via Twitter ABC, korrigierte Darstellung, der frühere nationale Sicherheitsberater Flynn hatte sich am Freitag vor Gericht schuldig bekannt, über seine Russland-Kontakte gelogen zu haben. Ross berichtete kurz darauf in einem Live-Sendung, Flynn werde aussagen, dass Trump ihn während des Wahlkampfs zu einer Kontaktaufnahme mit russischen Beamten aufgefordert habe. ABC korrigierte seine Berichterstattung zur Aussage von Michael Flynn. Später korrigierte ABC diese Angaben allerdings und stellte klar, seine Quelle habe viel mehr gesagt, Trumps Anweisung sei während der Übergangsphase zwischen der Präsidentschaftswahl von November 2016 und dem Amtsantritt Ende Januar erfolgt.